So, hallihallo bei einem kleinen Exkurs in die Sim-Racing-Geschichte von mir. Ja, in R-Factor gab es jetzt ja, die letzten paar Wochen eine ziemlich große Überraschung. Und zwar wurde ja, der Ferrari GTE 488 ins Spiel implementiert. Die Studio 397 hat jetzt endlich geschafft, die Lizenz zu bekommen für die Ferraris, für den GTE und für den GT3. Der GTE ist jetzt ja, kurz, also jetzt letzte Woche am Freitag released worden. Unter anderem auch deswegen, weil jetzt dann in, ich glaube, übernächste Woche dieses 24 Stunden Virtual Le Mans ausgetragen wird, wo der dann eben mitunter debütieren soll. Der GT3 ist noch nicht da, der wird allerdings dann auch in Kürze erscheinen. Ja. Und wir werden uns jetzt mal hinter das Steuer da werfen und einfach mal eine Runde drehen. Mal gucken, wie sich das Auto so anfühlt. GTEs bin ich schon gefahren. In Vergangenheit allerdings meistens den BMW, den M8 GTE. Unter anderem auch in der Liga. Bin gespannt, wie der Ferrari sich so im Vergleich fahren lässt. Aktuell ist es wohl noch so, was man bisher so mitbekommen hat. Also der Ferrari ist jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Markt. Der hat noch keine Balance of Performance, also keine Bob, bekommen. Dementsprechend ist der auf den diversen Strecken aktuell noch etwas schneller als die anderen GTE-Fahrzeuge. Da wurde allerdings schon gesagt, also spätestens bis Le Mans wird sich da was tun, für das 24 Stunden Virtual Le Mans. Und dementsprechend ist die Karre momentan wahrscheinlich ein bisschen schneller als das, was man halt so gewohnt ist. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Ich nehme euch dann gleich mit auf eine Runde. Wir sehen uns. So, ich nehme euch kurz schnell auf eine ja, schnelle Runde mit. Ich hoffe mal eine schnelle Runde. Habe jetzt derweil schon mal 3, 4 Runden gedreht, um mich ein bisschen einzuschießen. Und ja, dann schauen wir doch mal, was da so auf die Schnelle geht. So, das Auto hat aktuell noch kein Setup oder irgendwas. Also alles noch mehr oder weniger Default. Mit leichten Änderungen an den Reifentemperaturen. Also Reifendrücke, weil in R-Faktor grundsätzlich aus irgendeinem Grund die niedrigsten Reifendrücke eigentlich die besten sind. Ja, was man hier auf den ersten Blick schon mal sieht, ist, dass das Dash vorne im Auto aktuell noch nicht voll funktionstüchtig ist. Also da sind viele Felder leer, die, keine Ahnung, wenn man andere Simulationen schon mal angeschaut hat, häufig ausgefüllt sind. Da stehen dann die Werte für Traktionskontrolle, für ABS und so weiter drin. Das hat auch einen Grund. Und zwar liegt es das daran, dass der Hersteller oder ich sag mal, der, ja, also, ja doch, der Hersteller ein bisschen Probleme hat, alle Informationen auf dem Dash anzuzeigen, warum auch immer. Witzigerweise, das Mod-Auto kann tatsächlich diese Informationen anzeigen. Möglicherweise wird das Ganze dann auch eben mit irgendeinem Update dann, ja, auch mit dem Originalauto verfügbar sein, aber Stand jetzt ist es noch nicht der Fall. Aber ja, ich denke mal, dafür hat man im Regelfall dann auch, wenn es braucht, die Mods. Man sieht es ja auch normalerweise im Chat, wenn man irgendwas an den Dings verstellt. Insofern, ja, sollte das nicht so schlimm sein. Fährt sich ansonsten ganz gut, sehr angenehm, macht sehr viel Spaß. Ja.